Lösungen gegen den Transit versprechen uns die Politiker schon seit Jahrzehnten. Beim Europäischen Forum in Alpbach, das heute eröffnet worden ist, sind zumindest Ansätze präsentiert worden. Mit einer Transitobergrenze oder Blockabfertigungen will man das Problem in den Griff bekommen. Denn Fakt ist, es rollen mehr Lkw über den Brenner denn je. Eitle Tiroler Wonne heute bei der offiziellen Eröffnung des Europäischen Forums in Alpbach. So genau kann man das nie sagen. Konflikt und Kooperation heißt das Generalthema. Und Konflikte haben bekanntlich viele Gesichter. In Ungarn will man die Freiheit der Wissenschaft einschränken. In Europa macht sich der Populismus bereit. In Amerika kann es sich ein Präsident leisten, den Klimawandel in Frage zu stellen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind nicht imstande, Solidarität in der Flüchtlingsfrage zu üben. Und da wollen wir dagegenhalten. Von der großen Welt in die wesentlich kleinere Euregio Tirol, Südtirol und das Trentino. Alle drei Landeshauptleute wollen jetzt bei 2,2 Millionen Transit-Lkw pro Jahr dagegenhalten. Es herrscht der Konflikt Schwerverkehr gegen Gesundheit. Nur wie bekämpfen, nachdem der Karren bereits verfahren ist? Trotz all dieser Maßnahmen haben wir eine Steigerung des Güterverkehrs auf der Straße. Im Jahre 2016 waren es 6%, im Jahre 2017 5%. Am Wochenende geht beinahe nichts mehr. Und wenn irgendwo ein Lkw-Defekt ist, haben wir in ganz Tirol hier einen Stau. Andererseits muss es in eine Richtung gehen, dass diese Kapazitätsgrenzen jetzt genau erörtert werden, mit Gutachten, mit Daten und Fakten, dass wir unter Umständen in eine Richtung gehen können, wo man sagt, es gibt Transitobergrenzen. Die Fakten sind hausgemacht. Tirol hat den niedrigsten Dieselpreis und die Nachbarländer die niedrigste Maut. In Tirol macht die Maut 88 Cent pro Kilometer aus, in Südtirol und im Trentino lediglich 0,16 Cent. Ein Drittel der Lkw fährt schon alleine deshalb über den Brenner. Italien hat sich bisher einer höheren Bemautung der Brennerautobahn versperrt, auch aus nachvollziehbaren Gründen, weil diese Verkehrsroute die Hauptverbindung Italiens mit dem Rest Europas darstellt, die Nabelschnur, an der Italien praktisch hängt, um mit den anderen europäischen Staaten verbunden zu sein. Und mangels Alternativen wollte man bisher nicht hier Hemmnisse aufbauen. Gleich hohe Maut, Blockabfertigungen, Obergrenzen. Die EU lässt in ihrem neuen Wegekostenentwurf diese Maßnahmen zu. Dort, wo die Aufnahmekapazität der Autobahnen und Straßen erreicht wird oder wie es die Kommission in ihrem Vorschlag nennt, annähernd erreicht wird, dort hat das zuständige Land, der Mitgliedstaat, dann auch das Recht, Maßnahmen zu treffen, Blockabfertigung beispielsweise, um diese wichtigen Infrastrukturen auch für die Bevölkerung vor Ort zu erhalten, um Krankentransporte, Wege zur Arbeit und anderes sicherzustellen. Eingriffe, die jetzt geprüft werden sollen. Die neue Richtlinie ist derzeit aber nur ein Papier. Und in der EU, das weiß man, ist Papier ja bekanntlich geduldig.